So, Frage Nummer 3. Lieber Stammapostel, es fällt auf, dass Sie in Ihren Gottesdiensten Social Media oftmals kritisch beleuchten. Nö. Wir machen mal weiter. Worin liegt dies begründet? Ist nicht Social Media heutige Lebenswirklichkeit und auch ein Weg, das Evangelium zu verbreiten? Also, das habt ihr gemerkt. Ja, das Problem ist überhaupt nicht die Social Medien. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wie man damit umgeht und was man damit macht. Und jetzt bin ich mal 2 Sekunden ernst. Ich sehe es als meine Verpflichtung als Kirchenleiter, da immer wieder auf die Gefahren des Social Mediens und der Umgang mit den Social Medien hinzuweisen. Die erste Gefahr ist die Gefahr einer Scheinwelt. Jeder hat so ein Facebook-Konto oder was auch immer. Und mit der Zeit habe ich so die Befürchtung, dass wichtig ist nicht mehr, was man ist oder was man macht, sondern was man von sich zeigen will. Und Jugend, das ist gefährlich für die Art und Weise, wie man sich selbst aufbaut. Wenn man das Bild, das man von sich geben will, wichtiger wird als das, was man eigentlich ist und das, was man eigentlich macht, da sehe ich eine Gefahr, insbesondere für die Entwicklung junger Menschen. Das ist mal das Erste. Das Zweite, was mich dabei stört, ist die Überwertung des Egos. Jeder muss wissen, was ich denke. Jeder muss wissen, was ich mache. Jeder muss wissen, was ich zu dem oder diesem Thema sage. Ist das so richtig, wirklich vereinbar mit dem christlichen Glauben und mit den christlichen Werten? Ich will das nicht beantworten. Fragezeichen. Aber stellt euch mal die Frage. Andere Gefahr sehe ich darin, dass es zu einer Verflachung der Werte kommt. Wichtig ist nicht mehr das Wissen, das Fachwissen, die Kompetenz. Ein jeder kann etwas zu jedem Thema sagen. Unabgesehen davon, ob er überhaupt Bescheid weiß, ob er das Wissen hat, ob er die Information hat, ob er richtig darüber richten kann oder nicht. Er sagt es einfach. So, und in der großen Masse wird jede Meinung gleich gewichtet. Und die Gefahr von Internet ist, dass es manchmal zu einem Lautsprecher für Dummies wird. Wichtig ist nicht mehr, ob man... Ja, klar. Wichtig ist nicht mehr, ob dahinter ein Wissen ist, ob das gegründet ist. Einzig und allein zählt noch die Lautstärke. Je mehr Leute das Gleiche sagen, je mehr haben sie Recht. Und das ist eine Gefahr in jeder Gesellschaft. Das ist wie mit der Demokratie. Demokratie ist eine ganz tolle Sache. Sie darf aber niemals dazu führen, dass eine Mehrheit eine Minderheit unterdrückt. Und das ist genau die Gefahr bei Internet. Je mehr Leute was sagen, ja, weil sie dann 10.000 sind, die das sagen, die haben keine Ahnung, aber sie sind 10.000, dann haben sie recht. Und die paar, die Bescheid wissen, ist egal über welches Thema, die werden total untergedrückt. Und dann eine Mehrheit unterdrückt eine Minderheit. Das ist definitiv nicht die Gesellschaft, in welcher ich leben möchte. Und das Letzte, und dann höre ich auf, die große Gefahr ist auch, dass jeder sich da filterlos ausdrücken kann. Und sehr oft wird dabei, weil nicht alle Menschen da so sehr intelligent sind und auch die Erziehung dementsprechend nicht haben, ist sehr oft die Gefahr besteht, dass man die Menschenwürde verletzt. Und ihr kennt ja alle die Gefahr,
besonders von jungen Menschen, die so angegriffen wurden auf Internet. Und das war für sie so unerträglich. Ich gehe jetzt ganz ins Extrem, dass sie Selbstmord beginnen. Ganz einfach, weil sie angeschlagen wurden und sie haben das nicht ertragen. Weil jeder kann jedes alles sagen auf Internet und sich filterlos aussprechen. So, wenn man das mit sich nimmt, diese paar Regeln, die ich jetzt gesagt habe, sind die Social Medias was Wunderbares, wie alles andere. Nur, es ist meine Pflicht, das sehe ich als meine Pflicht, als Kirchenleiter, unsere Jugend und generell die Menschen darauf aufmerksam machen, Leute, passt auf.